Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sheldred. Wir gehen gleich mal ans Funkgerät ran, machen an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben unsere Leute auf große Missionen geschickt und es ist alles von Erfolg gekrönt, was wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben. Wir sind dem Tod von der Schippe gesprungen an Tag 19. Mary, ein kleiner Eisenwaren. Ja, untersuchen. Eisenwarenhandel ist super. So, wir gucken mal, was steckt. Scharniere. Nein, der Wahnsinn. Es gibt Scharniere. 4 Stück, die nehmen wir logischerweise mit. Ganz ehrlich, wir nehmen lieber die hier nicht mit. Nehmen lieber die Scharniere mit. Ich würde sogar fast das Rohr lieber mitnehmen, bevor wir irgendwie Bretter mitnehmen, weil wir haben keine Rohre mehr im Moment. Beziehungsweise wir haben 9 Batterien im Besitz. Wir nehmen die Rohre mit anstelle der Batterien. Leder haben wir 19 im Besitz. Bräuchten wir zwar auch, gerade für Taschenherstellung ist das ganz geil. Nägel hätten wir auch jetzt schon einige. Ich bin überlegen, ob wir vielleicht die Zündkerze zu den Reifen da lassen. Fürs Wohnmobil. Sagen wir mal bestätigen. So, Amy wird schlafen gehen. So, Matthew ist gleich wieder wach. Der kann danach gleich mal Händler organisieren. So, hier übrigens Sauerstofffilter. Transistor und Sicherungen. Hier bräuchte man Metallrohre, hier bräuchte man Ventile für. Tag 20. Aufrüsten. Schaltplatinen bräuchte man hierfür. Ah, hierfür bräuchte man Scharniere. Wir bauen erstmal die neue Werkbank, logischerweise. Und hier wären es Rohre. Wir gehen mal ran. Mittelgroßes Haus. Ort durchsuchen. Zustand 35%. Du gehst einmal reparieren. 88%, Lager 47, Wasser 23. Das hier ist effizient, das dauert noch 4 Stunden. Wir können uns Fleisch zubereiten, oben steht eine Falle. Mittelgroßes Haus, wir sprechen mal die Fremden an. Ich habe die Hoffnung, dass wir mal irgendwann mit einem handeln können, den wir hier treffen. Kann zwar irgendwann mal tatsächlich voll in die Hose gehen, ich hoffe aber nicht. So, bestätigen, handeln. Falls du auf der Suche nach einem Handel bist, du hast nichts, was ich brauche. Okay. Also wir können momentan nichts verbessern. Fahrzeuge überprüfen. Hier können wir dann endlich Teile einfügen. Wir haben leider nichts, was uns momentan was bringt. Mittelgroßes Haus, Objekt untersuchen. Ja, Fernseher. So, das stackt. Das stackt auch, das nicht. So. Jetzt ist es allerdings so, ich würde lieber die zwei Dinger mitnehmen, bevor wir tatsächlich jetzt irgendwie was anderes mitnehmen, wie beispielsweise Benzin. Wie beispielsweise Seife, nehmen wir auf jeden Fall das Zeug noch mit. Und wie beispielsweise die 4 Radiergummi, nehmen wir, glaube ich, lieber tatsächlich den Narzisstor mit. Und ich klammere mich irgendwie verzweifelt an den Baseballschläger im Moment. Ich weiß gar nicht wieso. Mit Stärke 8. Wir brauchen ewig, bis wir Stärke 8 erreicht haben. Ich könnte mir mal den Boxsack höchstens bauen. Das wäre vielleicht eine Idee. 5-mal Radio lohnt sich halt. Genauso wie die Spritzen. Und die Lebensmittel 4-mal, ganz ehrlich, die müssen wir zwangsweise haben. Bin nur am Überlegen, ob wir das Benzin rausschmeißen oder für diesen einen Transistor mitnehmen. Wobei, ich schmeiß, glaube ich, lieber die Dinger hier raus. Die Plastiktüten nehmen wir mit, weil wir die auch gut recyceln können. Wir machen es so. Jo. So, als nächstes bräuchten wir einen weiteren Raum und wir bräuchten dann Masken. Kunststoff brauchen wir, aber da sind wir am Recycling gerade schon dran. Vielleicht doch eine Tasche bauen oder ein Bücherregal, wobei wir dann kein Holz mehr haben. Kugelsichere Weste wäre an und für sich auch nicht verkehrt. Wobei ich, glaube ich, lieber tatsächlich den Boxsack baue, weil wir daran Stärke trainieren könnten. Kannst du mir einen Boxsack bauen? Ja, kannst du. Können wir den noch irgendwo zwischen reinkleben? Wir bauen uns einen Boxsack. So, Funkspruch annehmen. Hier ist eine Schule. Sieht so aus, als können wir dort fündig werden. Ort durchsuchen. Wir bauen mal den Boxsack. Ah, einen Hase. Besser als nix. Haben allerdings noch 8-mal Fleisch. Das heißt, bevor du fertigst, füllst du das Ding mal auf. So, Objekt untersuchen. Boah, okay.
Puh. Okay, das war eine gute Idee. Holz ist auch gut. So, den Rest ist eigentlich alles voll. Mal durchklicken. Nicht, dass ich doch irgendwie mal was übersehe. Okay, die Schule ist echt nice. Die Säge wäre cool, weil wir haben keine Säge. Würde unsere Effizienz der Werkbank erhöhen, was insgesamt unsere Geschwindigkeit dann erhöht. Batterien, Nägel. Ich hätte unbedingt Nägel mitnehmen sollen. Wir hätten schon 20 Nägel mittlerweile gehabt, glaube ich. Tatsächlich ist eigentlich nur durch die Säge ist hier interessant. Können wir irgendwas da lassen für die Säge? Eigentlich nicht. Doch, die 2 Benzin. Wir nehmen die Säge mit für die 2 Benzin. Jo. So machen wir das. So, einmal fortsetzen. Du brauchst mir einen Boxsack. Oh, Polizeidienststelle. Durchsuchen. Hier könnten wir eine Waffe finden. Wir könnten hier eine Waffe finden. So, wir haben 3-mal Fleisch. So ein Kanickel hat, glaube ich, nicht mehr. Und wir müssen hier reparieren. Wasserfilter ist bei 25%. Gut, den Schutzanzug hat er eh an. Eingehender Funkspruch. Hier scheinen Sachen rumzuliegen. Ja! Ja, einen Schlagring. Erforderlich Stärke 0, Schaden 8 bis 12. Genauigkeit 0. Keine Waffe, aber ein Schlagring. Tschüss, Baseballschläger. Hallo, Schlagring. Wir werden Dinge dalassen. Wir werden definitiv Dinge dalassen. Allein schon wegen dem Verbandskasten unter anderem. Lohnt sich's. Wir gucken mal, ob wir hier noch was durchgeklickt bekommen. Jetzt ist die Frage, was wir da lassen. Den Schlagring nehmen wir definitiv mit. Den können wir super ausrüsten. Wir haben unsere erste Waffe, wo wir uns ein bisschen verteidigen können. Der Schlagring ist super. Also diese Expedition, mega erfolgreich. Ich bin am überlegen, ob wir die drei Ich glaube, wir lassen den Reifen vielleicht da. Und nehmen dafür die Dinger noch mit. Das Plastik bräuchten wir, aber es ist nur eins. Das Problem ist, wenn wir gleich noch mehr finden sollten davon. Die Gasmasken nehmen wir auf keinen Fall mit, weil die Expedition ist tatsächlich umsonst, weil wir 2 Gasmasken gefunden haben. Die Spritzen sind einfach zu teuer. Das Problem ist, die restlichen Materialien, wo wir wenig haben, brauchen wir einfach. Ich könnte höchstens die Radios noch da lassen, aber es sind halt auch 5 Stück. Die Frage ist, ob es das eine Ventil wert ist oder wir das Ventil da lassen. Oder wobei Antibiotika, ich hätte gern ein bisschen Tabletten tatsächlich. Oder doch nur die Zündkerze da lassen. Ich glaube, wir machen es allerdings mal so. Wir werden ja auf jeden Fall öfters reingehen. Aber der Schlagring ist auch mega gut. So, Boxsack. So, du wirst erstmal reparieren. Danach wirst du die Falle leeren. Amy ist soweit. Amy könnte mal... Ich probiere mal das Boxsack-Training, glaube ich, mit ihr aus. Beziehungsweise, nee, sie würde jetzt erstmal Essen holen gehen. Geht das jetzt aber zubereiten, kochen... Und dadurch keine Lebensmittelvergiftung mehr. Yay! Hier ist eine Blumenhändler. Durchsuchen. So, jetzt kocht sie das nämlich. Und dadurch bringt die Nahrung mehr und man kriegt keine Lebensmittelvergiftung mehr. So, Matthew, Falle. Matthew geht danach mal, ich glaube, Händler kontaktieren. So, Blumenhändler durchsuchen. Sehr schön. Oh ja, 4 Plastiktüten. Okay, hat sich gelohnt, die Plastiktüten nicht wegzuwerfen. Der Dünger wäre geil, aber haben keinen Platz. So, 3-mal Fleisch, 2-mal Fett, sehr schön. Damit ist der Kühlschrank auch wieder fast voll. Gut. Matthew, du reparierst den hier noch. Eine Bank, gerne doch. Eine Bank können wir durchsuchen. Ich überfliege mittlerweile übrigens die Texte, weil die Texte prinzipiell immer die gleichen sind. Nicht wundern. So, Amy. Amy, trainieren. Bin mal gespannt. So, hier scheint Sarah rumzuliegen. Erforderliche Stärke 12. Eine Schrotflinte. Erforderliche Stärke 14. Bewährungsstab. What? Stein. Erforderliche Stärke 4. Er hat ein gutes Gewicht, rüste ihn aus und nutze ihn auf Expedition. Schaden 15 bis 20, Genauigkeit plus 0. Und, geil. Noch eine Maske. Oh man, wir finden echt geiles Zeug. Oh, ich würde gern davon was mitnehmen. Vor allem die Schrotflinte, die ist halt echt teuer. Das Problem ist Stärke von 12.
ganz ehrlich, wir nehmen lieber die Schrotflinte mit. Und ich würde gerne die Steine mitnehmen, weil wir die als Waffe tatsächlich ausrüsten können bei einer Expedition. Was sehr sinnvoll ist, weil wir werden irgendwann auch feindselige Leute auch treffen. Also, wir werden auch feindselige Menschen treffen irgendwann. Ich würde tatsächlich die Säge den Stein opfern, weil es sind auch zwei Steine. Säge weg. Säge werden wir wiederfinden. Wir machen das so. Aber ich wünschte, wir hätten mehr Taschenplätze. So, Amy trainiert ein bisschen. So, der ist bei Zustand. Eine Tankstelle, Ort durchsuchen. Wie viel Stärke bringt das? Ah, okay. Matthew kann gleich mal nachfüllen. Kraftstoff hinzufügen. 39 EP hat das gebracht. Gar nicht wenig, glaube ich. Boah, plus 111 EP sprinten. Kleine Tankstelle, Ort durchsuchen. Benzin, Wasser. Sehr schön, nochmal eine Platine. Rest egal. Amy. Kann ich mir irgendwo eigentlich trainieren? Auf. Ah! Ach so, wir können den mal aufrüsten. Erhöht die Chance, dass Übertragung jemanden erreicht um 40%, verringert die benötigte Zeit, um Frequenzen abzuhören um 50%. Wir könnten den mal aufrüsten, den kann man auch aufrüsten. Schallplatten. Ich glaube, das ist besser, wenn wir uns das erstmal aufheben. Wie sieht es denn eigentlich hier aus der Arbeit noch? 43 Minuten. Wir haben wieder Fleisch. Ein mittelgroßes Haus durchsuchen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist die Frage, was rüsten wir eigentlich jetzt alles noch auf? Aufrüsten. Ich glaube, wir machen aber erst die Effizienz des Wasserspeichers erhöhen. Da fehlen uns Rohre. Hier fehlen uns auch alles mögliche an Zeug. Der hier lohnt sich nicht. Das können wir aufrüsten. Nächstes, das Wichtigste wäre die Werkbank. Wir brauchen allerdings Rohre und Scharniere dafür. Den Recycler können wir nur reparieren, genauso wie den Ofen, den wir nur reparieren können. 84%, 100%. Fleisch haben wir noch 9. Das lohnt sich nicht, das Tier jetzt da rauszuholen. Du kannst auf jeden Fall mal den Napf noch füllen. Und anfertigen. Einen neuen Raum, ja, bräuchten wir. Das nächste wäre tatsächlich irgendwie ein Bücherregal oder sowas, dass wir das machen. Und oder... Ne, elektrische Sicht lohnt sich nicht. Glühbirnen bräuchten wir eine. Der Bett kann übrigens abgewählt werden, genauso wie der Ofen. Ja, Level 3 wäre dann interessant. Auch wieder Scharniere, eine neue Toilette kriegt man dann. Vorratsregal, Lager und. Metalldetektor. Ja, wir bräuchten eine höhere Werkbank, dann hätten wir echt cooles Zeug. Vor allem ein Schlossknacker-Set. Oh, hier mit einer Schrotflinte können wir eine Schrotflintenfalle bauen. Deswegen, ah, die Schrotflinte war echt sehr... Die Schrotflinte war echt gut. So. Er hat nichts zu tun. Du kannst aber mal den Schutzraum reinigen. Wie sieht es mit Wasser aus? 43. Mittelgroßes Haus ist nicht mitwirken. Wir werden auf jeden Fall mitwirken. Das Problem ist, durch kümmere dich darum, kann es tatsächlich sein, dass es dann heißt, ja, Amy ist tot. Oh, der hat Waffengürtel. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein jämmerliches Stück Dreck, das hier vor mir steht? Na super. Bestätigen. Hey, wen nennst du hier ein Stück Dreck? Dir könnte etwas Zucht und Ordnung nicht schaden, Jüngchen. Oh ja, ich werde mich dir und deiner Truppe anschließen und euch so richtig auf Vordermann bringen. Nein. Okay, 7 Stärke, 6 auf Geschwindigkeit, aber sonst ist er ein Vollidiot. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Es gibt nicht viele, die mutig genug sind, um Nein zu mir zu sagen. Mach's gut, Soldat. Nein, danke. Wenn das besser ist. Kurze Frage, ansehen. Es gab doch hier irgendwo... Ah, hier, glaube ich. Genau, Schlafsack nur 90%. Ah, hier sehen wir die Direktübersicht. Sauerstofffilter 51%. Schutzraumtür 35%. Aber wir können die Schutzraumtür könnten wir mal aufwerten versuchen. Behelfsrecycler 81%. So, wir sehen hier die Attribute der Familie.
Matthew, Mary, Pepe, Amy. Wahrnehmung ist Aufstieg bald. Geschick ist bald Aufstieg. Stärke eher mau. Also man muss sehr lange anscheinend an dem trainieren, bis das was wird. Das Problem ist, sie ist jetzt schon wieder müde. Ein mittelgroßes Haus. Ja, wenigstens ein Rohr noch. Der Rest ist tatsächlich sinnfrei. Die sind jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Folgen auch auf Expedition, die Guten. Also, das dauert echt lange. So, der Recycler ist gleich fertig. Ausbeute einsammeln. Ah, oh, sehr schön. Einsammeln. So, hier ist ein kleines Haus. Objekt untersuchen. Gut, er reinigt noch. Ich glaube, ich lasse ihn dann aber schnell nochmal in den Schutzraum erweitern, oder? Du darfst nochmal den Schutzraum erweitern, mein Freund. Sollen wir nachsehen? Ein kleines Haus, Objekt untersuchen. Oh, Schallplatte. Ja, leider nichts, was stackt. Einmal verwendete Flamme nützlich zum Anfeuern einer Brennkammer. Hm. Brauchen wir eigentlich für den Ofen, um es anzumachen, irgendwie Benzin? Kann das sein, dass das, wenn die es in den Ofen, dass es uns Benzin kostet, wenn die es in eine Nahrungsmittelration machen? Kann das sein? Ich hoffe nicht. Er steckt leider nichts, aber es ist auch nichts Sinnvolles dabei. Da kommt irgendeiner. So, Matthew baut uns das Ding. Amy ruht sich gerade noch aus. Die Katze ist zufrieden. Antworten. Ah, rekrutiert. Raymond. Boah, 10 auf abhauen beispielsweise. So, die anderen müssen aber jetzt bald wieder zurückkommen. Kapazität des Wasserspeichers ist erreicht. 100 Wasser, yay! Händler wäre cool. Ein kleines Haus. Ort untersuchen. Wir können uns übrigens über die Karte können wir uns ansehen, wo sie gerade sind. Also sind, das ist das letzte Haus, danach sind sie auf dem Rückweg. Und hier sehen wir jetzt auch Polizeistationen und alles. Wir werden hier öfters vorbeischauen. Auch hier, mittelgroßes Haus noch. Dann machen wir hier noch einen Abstecher hin. Was? Die Scharniere? Unbekannt? Was das denn? Die Scharniere? Kriege ich deswegen keine Scharniere? Kann das daran liegen? Ich glaube, es ist irgendeine Sondermission, die man annehmen kann. So, Haus in Sicht, untersuchen. Oh, sehr schön. Oh, Holzbrett auch nochmal. Oh, der Ausflug hat sich halt richtig gelohnt. Bestätigen, yo. So, Matthew muss schlafen gehen. Du gehst schlafen, aber du gehst logischerweise da drin schlafen. Wir sind auf ein wildes Tier getroffen und es sieht hungrig aus. Möchtest du, dass wir uns darum kümmern? Ja, super. Man kann auch Bären, Wölfen, alles Mögliche begegnen, die einen gerne angreifen. Kämpf um dein Leben. Gewalt ist manchmal die einzige Lösung. Einige Ödlandbewohner können dich angreifen oder aber du bist derjenige, der auf Gewalt zurückgreift. So oder so, deine Schutzbewohner könnten verletzt oder sogar getötet werden. Sieh also zu, dass der Kampf es auch wirklich wert ist. Im schlimmsten Fall verlierst du deine Expeditionsgruppe und damit auch einige der sämtlichen getragenen Gegenstände. Einige oder sämtliche getragene Gegenstände. Vor allem, ich verliere halt 2 Leute, wenn die jetzt... Ja, verteidigen, Objekt, fliehen. Ich würde gerne fliehen. Was ist Objekt eigentlich? Adrenalin, Verbandskasten. Ah, verteidigen, angreifen. Kann ich fliehen? Niederlage. Ja, egal. Wir haben kein Trauma, wir haben nichts dazu gewonnen. Wir haben noch keine Waffen. Hätte ich jetzt einen Schlagring schon ausgerüstet, hätte ich es probiert, tatsächlich. Was mit Amy? Amy kann eigentlich mal Händler rufen. Ich würde gern Dinge kaufen. Vor allem, wir haben Platz ohne Ende auch gerade. Mäßiger Sandsturm an der Oberfläche. 90%. Ah, Zustand 44%. So, die anderen 2 kommen jetzt übrigens wieder zurück. Ich hoffe auch, dass der hier ewig in der Falle liegen bleibt. Ich weiß eigentlich nicht, ob der dann irgendwann
sich losreißt. Könnte sein. So, bis die anderen zwei zurückkommen, dauert allerdings einen Moment. So, Matthew kann gleich mal was trinken gehen. Mary hat eine Schwäche-Attribut. Ah, Mary hat ein Schwäche-Attribut. Ist noch nicht da. Geh mal duschen, mein Freund. Tag 22. Boah, wir kriegen jetzt so viel neues, schönes Zeug. Unser Lager wird, glaube ich, gleich voll. Aber die beiden sind halt fertig. Aber Wahrnehmung verbessert. Und Wahrnehmungsstufe 6 mittlerweile bei PP. Geil. Und wir haben eine Schrotflinte unter anderem auch dazu gekriegt. Das ist halt richtig, richtig cool. Und nochmal Leder zusätzlich. Alles übertragen. So, wir haben jetzt Matthew, der geht duschen. Wie sieht's eigentlich aus? Schutzraum umgestalten, ausrüsten. Rohre, Scharniere. Objekte recyceln. Boah, sehr schön. Fünfmal davon, fünfmal davon, fünfmal davon. Cool. Selbst die Schrotflinte könnte man zerlegen. Den hier können wir noch zerlegen. Scharnier. Ein Scharnier. Sieben bräuchte ich. Aber ich bräuchte auch Rohre. Kriege ich irgendwo Rohre? Ja, natürlich kriege ich Rohre durch die Ventile raus. Wir bräuchten allerdings auch die Ventile. Das ist schlecht. Okay. Nur Wolle und Plastik. Das lohnt sich nicht. Ist die Frage. Ich kriege aber nur ein Rohr raus. Ein Rohr pro Ventil. Wir bräuchten drei Rohre und drei Scharniere. Drei Rohre, drei Scharniere. Drei Rohre, drei Scharniere. Würde gehen. Hätten ein Feuerzeug noch übrig. Ich hätte aber keine Ventile. Jetzt ist die Frage, wozu brauche ich denn die Ventile überhaupt? Rohr und Scharnier. Okay, können wir eh nicht aufrüsten. Haltbarkeit verbessern, Kapazität verbessern. Wäre hier die Ventile beispielsweise. Ausrüsten. Hier wären es Rohre, die wir bräuchten, aber auch Schalter. Hier wären es Ventile, die wir bräuchten und die Kontaminierung. Wir können das hier upgraden. Die Effizienz können wir nochmal verbessern. Dass die Strahlung schneller rausgefiltert wird. Aufrüsten. Okay. Der hat Zustand 75%. Stufenaufstieg, Stufenaufstieg. Aber das wissen wir ja schon. Das sind die Wahrnehmungsdinger. Okay. Objekt fertigen. Wozu brauchen wir die Ventile? Kann man das mal einer stecken? Habe ich hier noch irgendwas? Dafür sind die markiert. Wir brauchen keinen zweiten. Wir brauchen die Ventile nicht. Das heißt, wir können die Werkbank tatsächlich upgraden, weil wir die Ventile opfern können. Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir die Ventile bräuchten. Objekte recyceln. Und dann recyceln wir die drei, haben eins übrig. Wir recyceln das noch dazu. Beziehungsweise nehmen wir recyceln erstmal das und werfen den dann einfach nochmal an. Und recyceln dann erst den Rest. Dadurch verkürzen wir die Dauer, die der Recycler braucht. Und haben damit alles, was wir brauchen, um die Werkbank 1 abzugraden. Recyceln, ja. Oh, sehr schön. So, Amy braucht was zu trinken. Pepe ist durch und Mary ist auch durch. Okay. Boah, das ist echt nicht schlecht. Das lief echt gut. So, wo soll er? Er soll nirgends hin. Gut. Das lief echt super. So, 4 Stunden dauert das Ding. So, und wir haben wieder Dosen. Kann ich eigentlich irgendwo festlegen, dass die nicht gegessen werden, sondern erst das Fleisch gegessen wird? Nee, nicht, wenn die automatisch sind, dann essen die, glaube ich, erst die Dosen. So, Matthew. Du wirst einmal Schutzraum reinigen. So, unsere anderen zwei müssen sich erholen. Amy braucht was zu trinken. Wir sind gerade kontaminiert, oder? Ja, 11%. So, Amy wird noch warten, bis sie was trinkt. Ich würde dann Amy und den anderen gleich nochmal losschicken. Was wir allerdings bauen könnten, wäre
vielleicht tatsächlich das hier, wobei wir, wenn wir jetzt dann Stufe 3 erreichen, können wir gleich einen Rucksack bauen. Ne, wir werden dann gleich einen Rucksack bauen. Das wäre jetzt übereilt. Wenn wir jetzt nochmal eine Tasche bauen würden, wäre sinnfrei. Wir warten diese 3 Stunden noch ab. Und Matthew kann, keine Ahnung was, soll so lange die Toilette reparieren. Und dann die... Wobei, ich glaube, der hat es nötiger. Ne, 85. Aber du kannst schon eigentlich schon mal Kraftstoff nachfüllen. Kraftstoff, Generator. Kraftstoff hinzufügen. So, 1,3. So, wir könnten reparieren. Wie sieht es eigentlich hier aus? 79%, 34% reparieren. So, Amy braucht was zu trinken nach wie vor. Die anderen zwei sind noch komplett im Arsch. Voll im Stress. Ui, einer deiner Schutzraumbewohner scheint etwas gestresst zu sein. Das geschieht, wenn ihre Grundbedürfnisse wie der Hunger oder Durst nicht gestillt werden. Stress kann auch Hilfe von Arzneimitteln behandelt werden. Du kannst verfügbare Tabletten und Heilmittel beim Arzneischrank verwenden. Wer ist denn gestresst? Ah, hier, Mary ist gestresst. Weil Mary gerne duschen gehen würde. Dann geh doch. Und gerne was essen würde. Ja, dann ess doch was. Fleisch essen. So, da kommt ein Händler. Antworten. Kevin! Ja, Metallrohre und Leder. Und was haben wir hier? Entspannungsmittel. Oh, die kosten 20. Aber wir haben gerade Wasser. Wir haben gerade im Moment Wasser ohne Ende. Und sonst hat er eigentlich auch nur Blödsinn. Ich glaube, ich zahle ich, da es eh gerade regnet, zahle ich ihn komplett mit Wasser aus. Hier, ich krieg das und zahle Wasser, 36 Wasser dafür, die wir gerade eh kriegen, weil es regnet. Oh, mega Deal. Und wir haben die Stresstabletten. So, Pepe muss kurz warten. Dann ist er aber so gut wie fertig. Du sollst duschen, sobald sie fertig ist. Genau, geht duschen. So, sie geht essen. Dann ist Mary eigentlich wieder fit. Matthew ist auch fit. Hat sich gerade eine Dose geholt. Super. Gut. Und Amy braucht was zu trinken. Aber wir sind gerade kontaminiert mit 33%. Amy macht erstmal weiter Telefondienst. So, wie sieht es beim Recycler aus? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Einsammeln. Einsammeln. Objekt fertigen. Ah. Aufrüsten. Werkbank Stufe 3. Aufrüsten. So, wir haben Pepe, wir haben Mary. Wir haben Matthew. Expedition planen. Pepe. Und proaktiv, sparsam und merry. Viel Freude bei einer großen, großen Expedition. 48, wobei 48 Wasser, wie viel kostet uns das? Viel, glaube ich. Zuletzt Besuch vor 4 Tagen. Vielleicht eine kleine Runde. Zuletzt Besuch vor 9 Tagen. Da wir jetzt nur 48 Wasser haben. Wir haben 38 Wasser. Dann hätten wir noch 10 Wasser. Hätten eine kleine Runde gedreht. Eine klein-große Runde. 40. Hm. Das Problem ist, dass wir die Häuser halt, also das hier alles vorerst vor ein paar Tagen besucht haben. Das heißt, es ist noch nicht so viel Respawn. Wir konnten allerdings auch nicht alles mitnehmen. Auch teilweise sehr sinnvolles Zeug konnten wir nicht mitnehmen. Jetzt haben wir auch nur noch 48 Wasser. Hier waren wir allerdings zuletzt vor 9 Tagen. Aber wir haben auch nichts in der Nähe. Das hier ist weiter weg als wie das hier. Man könnte höchstens hier außen rumgehen und einmal das Kleinzeug abgraben. Aber das bringt es halt auch nicht.
Was haben wir hier? Eine kleine Apotheke. Oh, die Apotheke sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Blumenhändler können wir uns sparen. Die Bank war eigentlich ganz geil. 41 Wasser. So, das mittelgroße Haus, die kleine Tankstelle und das kleine Haus lassen wir weg. Bestätigen. So, wir können die jetzt ausrüsten. Er kriegt einen Schlagring. Erforderlich Stärke 0. Wir haben Stärke 4. Zusätzlich kriegt er mit eine Maske. Zusätzlich kriegt er mit eine Tasche. Was das Blaue ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir haben auch noch nichts Blaues. Haben wir irgendwo was Blaues? Nee, Pillen und so weiter leider auch nicht. So, nächste Person. Mary kriegt mit auch eine Tasche. Mary kriegt mit eine Gasmaske. Und Mary kriegt mit einen Stein. Erforderlich Stärke 4. Dann kriegt Mary den Schlagring. Und der andere den Stein, weil es Stein Stufe 4. Wäre sinnvoll. Expedition abbrechen. Expedition planen. EP und Mary. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Und dup. 41. Bestätigen. Gut, du kriegst einen Stein. Du kriegst das. Du kriegst das. So, du kriegst den Schlagring. Ball erforderlich Stärke 0. Und eine Tasche und ein das. Und grobes Ende. Gut, ich würde sagen, allerdings, das war's auch für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Sheldred. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sind auf einem besseren Weg als vorher. Tag 23 mittlerweile. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Display. Wenn dem so ist, gerne ein Gefällt mir dalassen. Gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Und wir können auch bald mal eine, obwohl 30 Metall. Wir können vielleicht irgendwann mal die Tür ausrüsten. Scharniere. Na klar, wir brauchen für alles Scharniere. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut.